Während Firmen wie Ford oder Opel das Segment der Kleinstwagen komplett verlassen und andere wie zum Beispiel Volkswagen in diesem Segment auf Elektromobilität setzen, bietet Hyundai mit dem neuen i10 weiterhin Verbrennungsmotoren an. Und damit willkommen hier in Lissabon. Wir fahren nämlich heute hier die neueste Generation, die dritte des Hyundai i10. Für den neuen i10 gibt es zwei Motorisierungen, nämlich einmal einen 1 Liter Dreizylinder Benziner, der liefert 67 PS, oder aber einen 1,2 Liter Vierzylinder Benziner, der liefert 84 PS. Die Fahrzeuge werden geschaltet entweder über eine 5-Gang-Handschaltung oder aber über ein 5-stufiges Automatikgetriebe, und alle i10 sind immer Fronttriebler. Unser Testwagen, der hat den kleineren der beiden Motoren, nämlich den 1 Liter Dreizylinder Benziner an Bord, und der liefert 67 PS und maximal 96 Newtonmeter Drehmoment und ist hier gekoppelt mit dem 5-Gang-Handschaltgetriebe. Und diese Kombination, die funktioniert im Grunde genommen ganz gut, zumindest solange man in der Stadt fährt und ruhig fährt. Wenn ich ein bisschen flotter fahren möchte, muss ich schon relativ viel schalten, und, ich weiß nicht, ob man das hier hören kann, auch das Geräusch ist so typisch Dreizylinder, aber ohne dieses Knackige. Und ich denke, wer weiß von sich selber, weiß, dass er eben eher Autobahn fährt, eher auf der Landstraße auch mal schneller fährt oder auch mal überholen will, der sollte vielleicht zu dem größeren, dem 1,2 Liter Benziner tendieren, denn der hat einfach mal deutlich mehr Biss. Aber ansonsten, wie gesagt, das Paket funktioniert, der Verbrauch ist auch in Ordnung. Wir sind über dem angegebenen Wert. Bei uns sind es so rund 5,4, 5,5 Liter auf 100 Kilometer. Finde ich aber für so ein Auto völlig in Ordnung. Und wie gesagt, das Package funktioniert, solange wie man eben einfach nur Auto fahren möchte. Das Wetter spielt aktuell nicht so richtig mit, und deswegen nutze ich das Fernglas hier nicht nur, um nach besserem Wetter Ausschau zu halten, sondern um mir das Design vom i10 einfach mal ganz genau anzugucken. Mit 1,68 Meter Breite ist der neue i10 rund 2 cm breiter als sein Vorgänger. Dank des neuen breiten Kühlergrills und den zusätzlichen seitlichen Lufteinlässen wirkt er nun so deutlich sportlicher. Ein echter Blickfang sind zudem die neuen runden LED-Tagfahrlichter mit Wabenstruktur, und für zusätzliche Kraft sorgen die starken Konturen der Motorhaube, die sich bis in den Stoßfänger ziehen. In der Basis wird der i10 mit Halogenscheinwerfern ausgeliefert. Die Top-Ausstattung hingegen fährt mit Halogenscheinwerfern mit Projektionstechnik vor, welche für eine bessere Ausleuchtung sorgen sollen. Seitlich sorgen bis zu 16 Zoll große Alu-Räder für den richtigen Auftritt. Der i10 ist in der Länge mit nun 3,67 Meter zwar nicht wirklich gewachsen, sein Radstand jedoch hat um 4 cm auf nun 2,43 Meter zugelegt. In Verbindung mit der um 2 cm reduzierten Höhe des Fahrzeugs entsteht so eine komplett neue und dynamischere Form. Unterstützt wird der neue Look durch die Fenstergrafik, die abgedunkelten hinteren Seitenscheiben und die teilweise schwarze X-förmige C-Säule. Neben 10 unterschiedlichen Außenfarben erweitert auf Wunsch ein zweifarbiges Dach in Schwarz oder Rot die Individualisierungsmöglichkeiten des stets als Fünftürers ausgelieferten i10. Die Rückansicht wird dominiert von den auffälligen Heckleuchten, deren Form von zwei horizontalen Linien auf dem Kofferraumdeckel übernommen werden. Wie bereits an der Front verzichtet man auch bei den Heckleuchten auf LED-Technik. Für den etwas sportlicheren Look sorgt neben den seitlichen Reflektoren im Stoßfänger zudem ein schwarzer Diffusor. Die Basisausstattung des Hyundai i10, die kostet bei uns 10.990 Euro und ist dann ausgestattet mit dem kleinen, dem 1 Liter Dreizylinder Benziner mit 67 PS und der 5-Gang-Handschaltung. Beim Auto habe ich natürlich die Möglichkeit, höhere Ausstattungsvarianten zu wählen. Die nächsthöhere liegt dann, ich glaube, 3.000 Euro drüber, bietet ein bisschen mehr. Aber ich kann natürlich auch mein Fahrzeug individualisieren. Jedoch kann ich bei dem Hyundai hier nicht einzelne Dinge hinzukonfigurieren, sondern muss immer Pakete kaufen, wie zum Beispiel das Navigationspaket, das kostet 1.250 Euro, oder das Komfortpaket für 500 Euro. Was dabei nicht so schön ist, ist, dass ich natürlich, wenn ich so ein Paket kaufe, zum Teil Dinge kaufe und logischerweise auch bezahle, die ich vielleicht gar nicht haben will, wie zum Beispiel die Verkehrszeichenerkennung, die Teil des Navigationspakets ist. Aber nichtsdestotrotz schauen wir uns jetzt einfach mal an, was kosten eigentlich die Wettbewerber von dem i10. Ein 72 PS starker Toyota Aygo kostet ab 10.390 Euro. Für den neuen mit 64 PS ausgestatteten Twingo verlangt Renault exakt das Gleiche. Wer lieber VW fahren möchte, muss sich beim 12.960 Euro teuren Up mit einem 60 PS starken Benziner begnügen. Den i10 gibt es in 4 Ausstattungslinien, das sind Pure, Select, Trend und Style.
Und die Ausstattungslinie Pure, die hat den Namen tatsächlich verdient. Denn dieses Basisfahrzeug, das ist wirklich pur, wenn es um die Ausstattung geht. Denn hier ist nicht viel an Bord. Das heißt, wir haben hier gerade mal ein höhenverstellbares Lenkrad und zum Beispiel elektrische Fensterheber vorne. Viel mehr gibt es nicht. Wenn ich eine Ausstattungslinie höher gehe, dann gibt es schon wieder deutlich mehr. Da finde ich dann zum Beispiel schon eine Klimaanlage. Da habe ich dann zum Beispiel auch schon Bluetooth mit an Bord und ich habe zum Beispiel auch ein digitales Autoradio, also einen digitalen Radioempfang mit an Bord. Gehe ich eine weitere Stufe höher, dann wird es zwar schon wieder deutlich teurer, aber dann kann man eigentlich schon von einer quasi Vollausstattung sprechen, denn dann hat das Fahrzeug tatsächlich viel mehr an Bord. Unter anderem, wie ich finde, ganz wichtig, den 8 Zoll großen Touchscreen hier vorne fürs Infotainment-System, der nicht nur ordentlich aussieht, sondern auch sehr ordentlich bedienbar ist. Und ganz wichtig, das ist im Grunde genommen das gleiche System, das wir zum Beispiel auch aus einem Hyundai i30 kennen, was die Optik angeht. Aber es ist anders eingebaut, denn es steht hier nicht mehr alleine einfach oben auf dem Armaturenbrett, sondern es ist verbunden mit dem Cockpit. Und das gibt dem Ganzen hier einfach ja so ein Bild, dass es einfach besser ins Auto passt. Es wirkt ja integrierter und damit, wie ich finde, deutlich hochwertiger. Wenn man den i10 wirklich voll ausstattet, dann wird das Ganze hier so ein bisschen ja, zum Luxuskleinstwagen. Denn wie ich gerade entdeckt habe, habe ich hier in der Mittelkonsole unter anderem nicht nur die Möglichkeit, die Sitzheizung zu aktivieren, sondern das Fahrzeug bietet darüber hinaus sogar noch eine Lenkradheizung. Auffällig im Innenraum ist das recht groß wirkende Cockpit. Die beiden Rundinstrumente sind gut ablesbar und flankieren die Anzeige des Bordcomputers. Das Lenkrad weist alle notwendigen Bedienelemente für die Kontrolle des Infotainments und Tempomaten auf und wirkt insgesamt aufgeräumt. Das unter anderem auf den Türverkleidungen und der Mittelkonsole zu findende Wabenmuster sorgt für einen eigenständigen Look und wertet den Innenraum auf. Bezogen auf die Assistenz- und Sicherheitssysteme ist der Hyundai i10 in seiner Klasse wirklich vernünftig ausgestattet. So hat jedes Fahrzeug immer mit an Bord, unter anderem einen Tempomaten, unter anderem einen Fernlichtassistenten, einen aktiven Spurhalteassistenten und, wie ich finde, am wichtigsten, einen Frontkollisionswarner mit Notbremsfunktion, der übrigens nicht nur andere Autos, sondern auch Fußgänger erkennt. Im Navigationspaket ist das von Hyundai entwickelte Telematiksystem BlueLink enthalten. Es bietet neben Live-Services wie Verkehrs- und Wetterberichten auch die Möglichkeit, über eine App zum Beispiel das Fahrzeug zu orten oder sich Parkplätze und Benzinpreise anzeigen zu lassen. Das Platzangebot hier vorne für Fahrer und Beifahrer in dem i10 ist, obwohl wir ja über den Kleinstwagen sprechen, wie ich finde, völlig in Ordnung. Ich sitze eigentlich gut. Ich habe genug Kopffreiheit, ich habe genug Schulterfreiheit, ich habe eine halbwegs vernünftige Sitzposition. Das Einzige, was hier nicht so schön ist, ist, ich kann das Lenkrad nur Höhen verstellen. Ich kann es also nicht näher zu mir ranziehen. Und das ist gerade für große Menschen nicht so optimal. Aber wie gesagt, ansonsten kann man sich hier wohlfühlen. Auch der Sitz, der bietet, wie ich finde, genug Komfort und für das Fahrzeug hier auch mehr als ausreichend Seitenhalt. Auf dem Rücksitz sieht es ein bisschen anders aus. Hinter mir kann in dieser Fahrzeugklasse niemals jemand sitzen. Dafür bin ich einfach zu groß. Aber ich denke, wenn man vorne als normal großer Erwachsener sitzt mit vielleicht 1,80 Meter, dann passen dahinter sicherlich auch noch Kinder, auch für eine längere Strecke. Bei mir wird es dann eher vielleicht das Neugeborene sein, das im Kindersitz dahinter passt. Mehr auf gar keinen Fall. Aber wie gesagt, ist für diese Fahrzeugklasse nicht ungewöhnlich. Thema Praktikabilität und Ablagen. Der i10 hat bereits in der Basisausstattung eine geteilt umklappbare Rückbank, finde ich persönlich gut. Wenn wir das Thema Ablagen sprechen, dann bietet der für so ein kleines Auto eigentlich auch genug. Ich habe relativ große Ablagen hier unten in den Türen. Ich habe außerdem eine kleine Ablage hier oben, den Türgriff, der ist geschlossen. Und ich finde hier vorne in der Mittelkonsole unter anderem die optionale induktive Ladeschale und dahinter zwei relativ kleine Becherhalter und ein schmales Fach neben der Handbremse. Hier im Auto habe ich keine Mittelarmlehne, das heißt, ich kann euch auch nicht sagen, ob es da drunter vielleicht noch was geben würde. Und wir haben außerdem ein, sagen wir mal, normal großes Handschuhfach und darüber nochmal eine zusätzliche Ablagefläche. Und ich finde, damit bietet er tatsächlich für seine Fahrzeugklasse mehr als genug Stauraum. Der Hyundai i10 bietet je nach Ausstattungsvariante einen variablen Ladeboden, aber viel wichtiger ist das Kofferraumvolumen. Und das sind 252 Liter mit aufgestellter Rückbank und maximal 1050 Liter, wenn ich die Rückbank umklappe. Und jetzt schauen wir doch direkt mal, was die Wettbewerber hier zu bieten haben. Der VW Up kommt dem i10 mit 251 bis maximal 959 Litern Ladevolumen sehr nah. Beim Renault Twingo werden 219 bis 980 Liter geboten und der Toyota Aygo bildet mit 168 bis 812 Litern das Schlusslicht im Vergleich. Thema Fahrwerk, Bremsen, Lenkung. Ich finde, der i10 macht in diesem Segment
ja, eigentlich einen wirklich guten Job. Die Lenkung ist präzise genug, um das Auto vernünftig und sauber zu manövrieren. Das Fahrwerk, finde ich, macht einen sehr ordentlichen Job, denn der Wagen neigt sich kaum, der wirkt eigentlich ruhig und relativ satt, immer bezogen auf die Fahrzeugklasse. Auch die Bremsen sind sauber zu dosieren und funktionieren so, wie man es hier im Auto erwartet. Da ist nichts zu nervös, nichts zu knackig, aber alles so auf den Punkt, dass ich mich beim Fahren, auch wenn es ein bisschen sportlicher wird, immer noch wohlfühle. Jetzt fahre ich gerade so ein bisschen den Berg hoch und was man hier hört und auch merkt ist, dass genau hier dieses Thema kommt, wie viel Leistung hat eigentlich mein Dreizylinder? Und hier ist es tatsächlich so, ein bisschen mehr wird das Fahren einfach schöner machen. Beim i10 sprechen wir über das kleinste Fahrzeugsegment. Und das heißt natürlich, wenn wir hier über die Materialien reden, dann reden wir nicht über Leder und Softtouch, sondern wir reden eigentlich, egal wohin ich fasse oder klopfe, außer am Lenkrad, wobei zum Teil auch hier, über Plastik, über Kunststoff. Aber, und das muss ich hier beim i10 sagen, ich finde, das sieht vernünftig aus. Das wirkt alles nicht so billig, wie man es erwartet. Und was ich ganz schön gemacht finde, ist zum einen die Integration des Navigationssystems bzw. des Touchscreens hier, zum anderen aber auch das abgesetzte Material hier im unteren Bereich des Dashboards, des Armaturenbretts. Das hebt einfach nochmal das Niveau dieses Interieurs ein bisschen an. Was mir nicht ganz so gut gefällt, sind diese Hochglanz, diese Klavierlack-Oberflächen. Die sehen zwar auf den ersten Blick sehr gut aus, aber eben gerade hier im Umfeld des Infotainment-Systems, wo man permanent die Finger im Spiel hat, hat man eben dann auch permanent irgendwelche Fingertapser drauf. Das finde ich persönlich nicht so praktisch. Das war meine Probefahrt im neuen Hyundai i10, dem kleinsten Hyundai aktuell. Zusammenfassend kann man beim Auto sagen, dass ihm die neuen Proportionen mit dem flacheren, breiteren Auto, mit dem längeren Radstand nicht nur optisch gut tun, sondern der Wagen dadurch auch besser fährt. Der liegt einfach nochmal besser auf der Straße. Zum Thema Motoren. Unser 1 Liter Dreizylinder hier, der funktioniert in der Stadt wirklich gut. Der Verbrauch ist auch in Ordnung. Aber auf der Landstraße zum Beispiel beim Überholen oder auf der Autobahn bei höheren Geschwindigkeiten, naja, höher, 150 Spitze, gibt ihm so ein bisschen die Puste aus. Da fehlt ihm so ein bisschen Feuer, da denke ich, ist er mit dem 1,2 Liter Vierzylinder besser bedient. Den Preis vom Auto, den Einstiegspreis, finde ich völlig in Ordnung. Und für, sagen wir, rund 13.000 Euro, dann gibt es ja bereits die nächsthöhere Ausstattungsvariante. Ich denke, das wird das sein, was man häufiger kauft oder verkauft bei Hyundai. Da hat man dann die wichtigsten Sachen mit an Bord. Und apropos wichtigste Sachen, was mir wirklich gut gefällt, ist, dass er bereits in der Basisausstattung die wichtigsten Assistenz- und Sicherheitssysteme, nämlich wie ein Kollisionswarner, wie ein automatisches Bremsen bei einem Frontcrash und wie eben auch den Spurhalteassistenten mitbringen und das Ganze gelöst über die Mono-Kamera hier oben in der Frontscheibe, also kein Radarsystem an Bord. Das Thema Platzangebot, klar, Kleinstwagen, wenn ich vorne sitze, geht hinten gar nichts mehr, aber ich denke, für so eine kleine Familie oder eben für eine Kurzstrecke, was ich, die Mutter mit zwei Kindern, überhaupt kein Problem, ist eben ein kleines, ja, City-Car und da, finde ich, macht er einen guten Eindruck, auch wenn wir uns die Wettbewerber daneben stellen.